Sodele, hiermit möchte ich euch gerne einladen zur Online-Fachkonferenz Betriebliches Gesundheitsmanagement am 20.8. Wir wissen, gerade heute Arbeitszeit ist Lebenszeit. Einen erheblichen Teil unserer Tageszeit verbringen wir bei oder auf der Arbeit. Um diese Zeit für Körper und Geist so angenehm wie möglich zu gestalten, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Das Silicon Valley beispielsweise hat dies vielfach bewiesen. Also ich glaube, ein betriebliches Gesundheitsmanagement spielt eine wichtige Rolle, um die Produktivität, Zufriedenheit und Selbstbestimmtheit ihrer Mitarbeiter zu verbessern und sukzessive zu steigern. Wir zeigen euch Lösungen auf, wie man das Ganze gestalten kann, und da freuen wir uns, wenn ihr mit dabei seid. Einige Vorträge möchte ich euch ganz kurz hier ankündigen. Den Start wird gleich machen die Diana Roth mit dem Thema No Work, Life Balance, No Stress. Dann geht es gleich weiter mit einem auch ebenfalls sehr interaktiven Vortrag von den Marco Nauritz von der Firma Profit, gesunde Wertschätzung und Anerkennung in Krisenzeiten und danach. Dann geht es gleich modern weiter, nämlich mit dem Thema modernes, digitales BGM, Schmuck am Nachthemd oder betriebswirtschaftlich relevant. Das wird der Gerhard Stumpf von der Sennware Software GmbH uns zeigen. Und dann machen wir eine leichte Übungen, tatsächlich körperlich, nochmal mit dem Marco zusammen. Und dann geht es weiter. Draußen nur Kännchen, bedarfsgerechte Gestaltung, gesunde Arbeit von dem Bastian Schmidt-Bleicher von Move GmbH. Und dann kommen wir so langsam in die Einflugschneise rein mit dem Niklas Magal, mit einem schönen Praxisvortrag von der Firma Strabag. Keine, in Anführungsstrichen oder in Klammern, Innovation im BGM. Und den Abschluss macht dann der Rainer Riedner zum Thema: Sind Sie auch oft gestresst? Tatsächlich ein eigener Erfahrungsbericht zum Thema ja, Ausbrennen in der Company. Also, wie man so schön sagt, Burnout. Also, es ist ein spannender Tag. Seid mit dabei. Der Anmeldelink ist gleich unten im Fenster mit dabei. Und dann freuen wir uns, wenn wir euch sehen. Das wird spannend. Und bis dahin bleibt gesund. Dankeschön.